Das Dreieck haben wir schon kennengelernt, jetzt lernen wir noch, wie es mit dem Parallelogramm ausschaut. Parallelogramm ist so ähnlich wie das Dreieck, denn ihr habt es ja bestimmt beim letzten Mal schon festgestellt gehabt, als wir im Unterricht geübt haben, ein Dreieck ist ja quasi nur die Hälfte eines Parallelogramms. Das heißt, wenn ich in diesem Parallelogramm, wenn ich das halbiere zu dem Dreieck ABD, dann kann ich doch das Dreieck ABD berechnen mit einem halb mal Vektor AB und Vektor AD in der Matrix. Also so, wie wir quasi das Dreieck gelernt haben, mit der Determinante zu bestimmen. Dadurch, dass ein Parallelogramm ja aus zwei kongruenten Dreiecken besteht, muss ich das einfach nur am Schluss mal 2 nehmen. Und dadurch ergibt sich die Formel, die wir jetzt hier unten stehen haben, nämlich das ein halb weggelassen. Wir nehmen quasi zwei Vektoren, das haben wir hier gleich veranschaulicht mit AB und AD. Die beiden Vektoren müssen wir aufstellen und dann können wir den Flächeninhalt bestimmen über die Determinante. Aufpassen, auch hier gilt wieder, ich muss von einem Punkt ausgehen und bei der Reihenfolge, wie ich das Ganze dann in die Matrix bringe, also so wie da unten steht mit AB und AD, da nehme ich quasi wieder den Winkel, könnte man auch sagen, zwischen den beiden Vektoren und den erstgenannten gegen den Uhrzeigersinn stelle ich als erstes auf. In diesem Fall wird eben von AB nach AD gedreht und damit brauche ich genau auch diese Reihenfolge. Erst AB, dann AD. Rechnen, zeige ich euch, wie es jetzt geht. AB wird quasi wieder Spitze minus Fuß aufgestellt. Der x-Wert von B ist ja der Spitzenwert, also der x-Wert von der Spitze, 4,5 und hier ist der x-Wert 0,5. Die Angaben stehen ja normalerweise drüber, aber hier können wir sie dann ausnahmsweise ablesen. Der y-Wert ist 1,5 minus 1 und damit ergibt sich der Vektor 4,0,5. Für den Vektor AD, auch aufpassen, ich muss zuerst A und dann D nehmen, muss ich wieder den Spitzen-X-Wert rausnehmen, das wäre in dem Fall 1,5, minus 0,5, das ist der Spitzenwert von, der Fußwert von A, und 3 minus 1 sind die Y-Werte. Also kommt hier 1 und 2 raus, und wenn man das Ganze dann in diese Matrix einfügt, also 4, 0,5, 1 und 2, aufpassen, dass man das schön untereinander nicht nebeneinander macht, und dass, wie gesagt, der Vektor AB als erstgenannter dran ist, dann kann ich das wieder auflösen. In dem Fall brauche ich keine eckigen Klammern, weil es gar kein Minusvorzeichen hat, also kann ich gleich Runde außen rumsetzen. Aber aufpassen brauche ich auch, weil es hier FE am Ende hat. Im anderen Video hat man das vernachlässigt, das war ein bisschen platzsparend deswegen. Aber weil wir ja einen Flächeninhalt berechnen, muss ich jedes Mal, wenn ich quasi einen Ist-Gleich mache, noch FE hinschreiben. Und deswegen hat es auch hier Klammern, damit das FE den komplette Determinante betrifft. 4 mal 2 links oben mal rechts unten minus 0,5 mal 1 und das ergibt zusammen 7,5 FE. Also was haben wir gelernt? Nicht mehr viel mehr. Wir wissen ja schon vorher oder haben schon vorher gewusst, dass ein Parallelogramm das Doppelte von einem Dreieck ist, weil ein Parallelogramm in zwei kongruente Dreiecke zerlegt werden kann. Das heißt, dass ein Halb fällt weg, das ist der große Unterschied und gleichzeitig haben wir wieder das andere berücksichtigen müssen, wir müssen von einem Punkt ausgehen und wir müssen das mit dem gegen den Uhrzeigersinn beachten, dass wir quasi im Viereck einen Winkel uns anschauen und dort diesen Drehsinn beachten. Winkel passt zwar hier eigentlich gar nicht dazu, aber so kann man sich es am leichtesten merken. Übrigens, man kann auch ein Fünfeck, ein Sechseck, ein Siebeneck mit Determinante berechnen, aber das geht dann nur, indem man es in ganz viele Dreiecke zerlegt oder so viele Dreiecke, wie man es halt nötig hat und die dann einzeln berechnet. Am Schluss zählt man es zusammen. So kann man zum Beispiel auch ein Fünfeck in drei Dreiecke zerlegen und dann den Flächeninhalt bestimmen.